Servus und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es mal ausnahmsweise nicht um Insurgency, sondern um Interstellar Marines, ein neuer Early Access Titel, der ja so ein bisschen die Taktikschiene gewidmet hat, ein bisschen oldschooligere Taktik. Und das Ganze spielt auch noch in einem, sag ich mal, Science-Fiction-Format. Und ich fand diesen Titel wirklich sehr, sehr spannend, wo ich ihn entdeckt habe. Übrigens nochmal danke an Mr. Brown, der mir diesen Titel empfohlen hat. Ja, habe mich ein bisschen informiert von dem Spiel und bin dann auf Zero Point gestoßen, den Entwicklern, habe mir dort einen Key besorgen lassen, um euch das Ganze jetzt in diesem Video zu präsentieren. Ich muss dazu sagen, ich habe mich vorwärts noch nicht einmal, sag ich mal, eine Sekunde lang mit dem Spiel gespielt, geschweige denn irgendwelche Spielerfahrungen gesammelt. Deswegen habe ich gedacht, für das erste Video so ein bisschen der erste Eindruck, die First Impressions, wie dieses Spiel denn wirkt. Ja, wir sehen hier gerade das Hauptmenü, das werdet ihr beim ersten Start nicht sehen. Da müsst ihr dann so ein kleines, sag ich mal, Grafik- und Tutorial-Menü absolvieren. Ist aber relativ einfach gemacht und innerhalb von ein paar Sekunden. Und wir haben die Auswahl hier einmal zwischen Singleplayer, Multiplayer, Koop oder Playground. Ja, der Singleplayer, sag ich mal, bietet sogar eine Kampagne. Die werden wir uns aber heute nicht zu Genüge führen, sondern ich habe mir gedacht, für die erste Runde komplett brandneu ins Spiel geschmissen ein bisschen Multiplayer. Und da gibt es natürlich ein paar Server, hoffe ich doch mal. Stronghold zum Beispiel, das klingt doch schon mal gut. Wir joinen das ganz einfach mal. Und einfach mal zu schauen, wie dann die erste Runde ist. Wie gesagt, noch nie gespielt, keine Spielerfahrung. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Steuerung eingestellt und den Sound ein bisschen konfiguriert. Das gleiche geht natürlich auf die Steuerung, keine wirkliche Erfahrung damit. Deswegen werden wir uns mal gucken, wie wir hier uns schlagen werden. Oh, geht aber schon los hier. Ja, seht schon, das Gameplay ist schon ein bisschen langsamer, ja. Also es ist halt nichts Schnelles, sondern es ist schon ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das ist ein Kollege, oder? Tatsache, ja. Ich bin das Spiel einfach mal getrollt. Indem es einfach das HUD ausgeblendet hat. Aber das ist einer gewesen. Der ist schon mal gut. Also vom Grafischen muss ich sagen, macht es schon einen guten Eindruck. Ich habe jetzt nicht alles eingestellt. Habe jetzt mal alles auf Max gestellt und die zusätzlichen Effekte einfach mal erstmal ausgeblendet. Weil die erstmal vielleicht stören könnten. Aber so das Mittendrin-Gefühl habe ich mir schon sagen lassen, soll wirklich sehr rasant sein. Also gerade dieses Gameplay mit dieser Schutzmaske, die man vorne drauf hat, der soll schon sehr cool wirken. Und ich muss sagen, jetzt für die ersten paar Runden sah es schon sehr cool aus. Allerdings ist schon die Runde vorbei. Wir würden sagen, ich mache nochmal eine Runde, eine vollständige. Und denke ich mal, haben wir schon mal einen ersten guten Eindruck hinterlassen. Ja, wenn ihr davon mehr sehen wollt, von Interstellar Marines, dann lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar und einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, euch hat dieses Video sehr gefallen oder dieses Spiel gefällt euch sehr. Weil da können wir auf jeden Fall nochmal in den nächsten Tagen mal ein Video dazu raushauen. Ja, und vielleicht finden sich ein paar von euch, die das Spiel auch haben, für den Koop-Modus. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich werde es wahrscheinlich mit meiner Freundin demnächst wieder anspielen, die auch bei Insurgency. Und werden da unsere ersten Runden drehen. Wow, wow, wow. Geht aber schon ab hier. Ja, was ein bisschen negativ auffällt, ist, wenn man getroffen wird, dass halt das HUD ausgeblendet wird. Das heißt, ich wüsste da nicht, wer Freund und wer Feind ist. Aber wie gesagt, ist nur Early Access. Das Ganze ist momentan noch in der Version 0.14, würde ich einfach mal behaupten. Das ist einfach Version 14, wo es auch jetzt seit kurzem neue Spielmodi gab, beziehungsweise ein paar neue Maps für den Singleplayer und für den Koop. Und ich finde einfach mal wirklich so abwechslungsmäßig, wir hatten jetzt mit Verdor den Ersten Weltkrieg als Taktik-Shooter, mit Red Orchestra mit den Zweiten Weltkrieg, ebenso mit Rising Storm den Pazifikkrieg. Oh, jetzt mit Insurgency schon die Moderne und jetzt haben wir mit Interstellar Marines, falls das wirklich ein Projekt ist, was ich jetzt langwierig machen werde für mehrere Monate und euch das wirklich so gut gefällt, hätten wir natürlich auch einen Shooter im Taktikbereich, der eben sich auch noch um Science Fiction bzw. das Zukünftige sich orientiert. Das hätten wir wirklich eine riesengroße Zeitspanne, was ich ziemlich cool finde. Und ich würde sagen, wenn wir schon hier Ready to Spawn in 60 Seconds haben, würde ich mir sagen, wir cutten einfach mal an dieser Stelle und sehen uns dann gleich wieder, wenn es wieder heißt, ballern, ballern und sterben. Bis gleich. So, dann meldet sich auch Captain Viper wieder zurück ins Spiel. Kurze Wartezeit und dann ging es auch schon wieder los. Ich dachte mir einfach mal, wir machen einfach das Prinzip über Insurgency. Die Devs oder sowas muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Ich denke mal, da kann man sich ein bisschen Zeit sparen und nur noch ein bisschen was vom Gameplay zeigen. Momentan muss ich sagen, für den ersten Eindruck ist es noch recht kompliziert. Also, so richtig gewöhnt habe ich mir auch nicht dran. Wobei mir das Langsamere, sag ich mal, sehr gefällt, obwohl es halt ein Science-Fiction-Shooter ist, wo man meistens immer vermuten würde, okay, da gibt es Jetpacks und
pipapo, dass alles viel schneller funktioniert und alles, das Gameplay ein bisschen schneller wirkt, ist es hier nicht so der Fall. Also hätte ich mir eigentlich eher erwartet, dass es wirklich, wirklich rasant ist, wirklich sehr schnell. Ist aber nicht so. Vielleicht ist es ja irgendwann mal so, vielleicht kann man sich auch bestimmte Sachen kaufen. Das weiß ich nicht. Aber momentan, ja, weiß nicht, welche Klasse sind, ob es jetzt verschiedene Klassentypen gibt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht auch in die nächsten Version, oder wenn es schon gibt, dass man natürlich auch so ein bisschen Jetpack-mäßiges was nutzen kann. Waffen haben wir jetzt momentan das Sturmgewehr. Dann dieses etwas Sniper-mäßig aussehende Gewehr. Wobei es ja wahrscheinlich schon etwas für mittlere Entfernung anstatt ein Sniper-Gewehr. Das hier wahrscheinlich eher für den Nahkampf gedacht. Kurze bis mittlere Distanzen mit so einem holographischen Visier. Ich muss aber sagen, diese Soundkulisse, diese Roboterstimme da, die gefällt mir schon sehr gut, ja. Das mag ich ja in solchen Spielen. Wirklich so eine richtig schöne Roboterstimme integriert wurde. Gibt ja welche, wo man sagt, okay, Science Fiction, aber die Stimmen sind irgendwie so, wenn es halt reißt, Androiden oder Roboter, da sind die meisten nicht so cool gemacht mit diesem coolen Effekt, sage ich mal. Ebenso auch die Kulisse hier so, dass das ein bisschen regnet und so. Hier ist ein riesengroßes, weiß ich nicht, Raumschiff. Hier sind irgendwelche Grafikfehler von dem kleinen Transportschiff. Also, macht schon eine gute Figur, muss ich sagen. Und es läuft übrigens, muss ich sagen, jetzt auf den höchsten Einstellungen wirklich butterweich auf 60 Frames. Also, keine Ruckler, kein gar nichts. Und von den Screenshots her muss man sagen, es gibt schon diverse Maps, die auch wirklich schon nicht nur, sag ich mal, Container oder sagen wir mal, Space Stations oder hier diese Hangar-mäßigen Sachen zeigen sogar wirklich auch ein bisschen Natur. Gibt es zum Beispiel Karten, die wirklich so weit abschnitt sind, wo wirklich sehr, sehr viel Vegetation zu sehen ist. Was ich ziemlich cool finde. Jacine nochmal getötet. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß an diesem Spiel haben. Wie gesagt, ist eure Entscheidung, ob ihr davon mehr sehen wollt. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Ganz klar, ist einfach was Neues. So, nehmen wir mal den Punkt hier ein. Und natürlich, den Mut, wir haben natürlich auch einen Koop-Modus zu bieten, was immer sehr gut ist bei solchen Spielen. Und natürlich auch noch eine Kampagne. Natürlich wird es wahrscheinlich kein story-lastisches Spiel werden, sondern mehr so ein, ja, geh von A nach B und töte alles oder so. So eine Art Halo vielleicht. Aber, Hauptsache Kampagne, sag ich mal. Hauptsache man kann was sehen. Aber ich denke mal, die Kampagne wird wahrscheinlich momentan noch aus vielleicht einer Mission bestehen, weil es, wie gesagt, ist alles noch Entwicklung. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze rauskommt. Aber ich mache schon mal eine gute Figur für die erste Runde, sage ich mal. Hier ist nicht so erwartet. Und noch irgendwas, Granaten oder sowas. Wir haben den Laserpointer mit G. Das ist schon mal nicht schlecht. Man kann wahrscheinlich was an der Waffe aufrüsten. Kann man bestimmt jetzt schon. Ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung, wie es geht. Aber vielleicht gibt es ja einen von euch da draußen, der sagt, Mensch, ich habe das Spiel schon gespielt. Hey Viper, ich kann dir aber ein paar Tipps geben. Dann auf jeden Fall immer her damit. Schreib's in die Kommentare rein. Ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Wow, was passiert jetzt? Ach so, das ist gar kein Raumschiff mit Grafikfehler. Das ist einfach so ein Kran, oder was? Ha. Das wurde gerade auch dunkel. Mensch, was ist denn da los? Ja, Freunde, das war Interstellar Marines. Ich würde sagen, wir belassen es an dieser Stelle mit dieser Multiplayer-Runde, auf welche Karte auch immer und mit welchem Modus auch immer. Ich glaube, Stronghold war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ich bin auf jeden Fall angetan von dem Spiel. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bis bald.